Hallo und willkommen zurück zu Anno 1602. In der letzten Folge haben wir versucht, hier ein kleines bisschen unsere, schau mal ganz kurz, ob die Lautstärke passt, jo, unsere Kaufleute in Richtung Aristokratie zu bewegen, aber wir haben hier, Kakao ist Mangelware, gerade gehört, und ansonsten mit den Gewürzen sieht es auch nicht so gut aus, die Kleidung habe ich noch gar nicht angefangen und mit dem Schmuck habe ich auch noch nicht angefangen, soweit ich weiß. Also Gewürze ist nicht ausreichend, okay. Es fehlt ich nicht an gewusst. Kakao. Und an Kakao. Ja, schön, super. Das ist doch hervorragend. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mit den Gewürzen an, wenn ich denn hier, ja, noch ein paar Felder bauen kann, ohne dass ich direkt nachlegen muss, was Rohstoffe angeht, denn so sieht es momentan aus. Mit den Stoffen sieht es aber scheinbar ganz gut aus, denn Stoffe und Nahrung ist beides zu Genüge hier. So, das reicht schon mal nicht hier, das sehe ich sofort. Sehr schön. Okay, super Sache. Ja, ich möchte heute, ich habe es ja letzte Woche Kakao schon erzählt. Kakao ist Mangelware. Oh, geht mir auf die Nerven, wisst ihr das? Ja, ich merke, dass das Mangelware ist, aber ich kann es doch nicht ändern. Wo sind eigentlich meine ganzen Schiffe? Habe ich nicht noch irgendwo Schiffe rumstehen gehabt hier? Ja, dann fahren wir zurück, holen wir ein paar Baumaterialien und dann werden wir hier unten mal noch ein paar Gewürzplantagen bauen, hier oben mal noch ein paar Kakaoplantagen, hier vielleicht eher. Da könnte ich sogar noch eine bauen, aber das reicht auch wieder nur für ohne Weg, sag ich mal. Scheiße. Ja, scheiße, Junge. Das ist nicht gut. Okay, dann bauen wir die erstmal. Dann müssen wir hier auch noch irgendwie Rohstoffe ranschleppen. Also Baumaterialien. Das heißt, wir haben jetzt erstmal zu tun. Ein bisschen schneller. Kann ich mir nicht einfach noch so ein dämliches Kriegsschiff hierher zimmern, damit das ein bisschen vorangeht? Ich glaube, das wäre das Einfachste. Oder wir machen noch ein großes Kriegsschiff. Da kann ich nämlich auch ein bisschen mehr reinhauen in die Ladekammern. Gerade wenn es bis da unten geht, ist es halt schon ein Stück weiter. Da, ne? Ja, das ist gar nicht schlecht. So, okay. Also, wie gesagt, ich hab's jetzt schon erwähnt. Ich möchte heute gern das Projekt beenden, indem ich die Kaufleute zu Aristokraten entwickle. Das ist mein Plan. Ich weiß, dass das, naja, im Prinzip keine große Sache mehr ist. Es fehlt an Kakao. Ja, es fehlt an Kakao. Fein. Es ist im Prinzip keine große Sache, weil wir ja schon fast alles haben, aber ich möchte auch, dass die Aristokraten wenigstens einigermaßen versorgt sind damit und das ist auch ein neues Schiff ist fertiggestellt, dass die jetzt nicht direkt an Mangel an allem sterben müssen, ne? Also das darf man dann auch nicht riskieren, das wäre ein bisschen doof, finde ich. Deswegen versuche ich das jetzt so zu machen, dass es wirklich ausreicht mit den ganzen Rohstoffen und dass die Aristokratie dann auch wirklich Aristokratie ist und nicht nur, naja, ne, nicht nur ein symbolischer Charakter, sondern wirklich, wirklich vorhanden. Hier sehe ich irgendwie gerade nichts. So, könnten wir hier auf ein paar Felder verzichten? Ja, das können wir. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Hätte ich das hier ein bisschen Platz sparen darüber? Naja, egal. So, das muss jetzt passen. Zack. Nee, sowas nicht gedacht. Wir brauchen nochmal Getreidefarm darüber. Halt, das ist ein bisschen wichtiger, dass das mit dem Getreide funktioniert. So, und eine müsste noch herpassen. Und zwar so. Ok. Einwandfrei. Okay, das ist nicht schlecht. Da hätte ich auch die andere ein bisschen Platz. Ist egal. So, hin da. Wunderbärchen. Ja, Wunderbärchen. Das ist mein Wort. Ach, schon wieder keine Ziegel mehr. Das ist aber auch nervig hier, oder? Also so ein bisschen schon. So, und du kannst jetzt mal... Was ist hier unten noch an Rohstoffen da? Also Werkzeug ist da. Holz ein bisschen. Wir machen das mal so. Wir nehmen einmal Werkzeug mit, zweimal Holz und dreimal Ziegel. So, okay. Vielleicht ein bisschen krass viel, aber was soll's. So, und das andere braucht noch ein kleines bisschen an Ziegeln. Komm mal her. So. Den Rest. Und das Holz nehmen wir auch noch mit. So. So, und dann können wir hier unten nämlich wunderbar den Rest noch bauen. Ich denke mal... Ja, es ist übrigens das, was ich von Anfang an prophezeit habe. Es fehlt an Kakao. Genau, das habe ich prophezeit. Es fehlt an Kakao. Und nee, ich habe im Prinzip einfach nur gesagt, dass diese Insel hier komplett voll sein wird. So oder so. Da ist meistens nicht viel gegen zu machen. Habe ich nicht irgendeinen Weg noch bauen wollen? Hier. Ich fehlt an Kakao. Ja, und ihr seht schon, das ist relativ gut ausgenutzt, die Fläche. Viel mehr wäre hier so nicht drin gewesen, ne, vom Platz her. Hier könnte man noch irgendwas hinbauen. Hier könnte man im Prinzip eine... Moment mal, ich versuche mal kurz noch ein kleines bisschen Platz austausche. Hier passt nämlich perfekt ein Getreidefeld hin. Und wenn ich dafür das hier lösche... Oder eins von denen... Moment, ich schau mal kurz nach. Ja. Nicht mal schlecht. Okay, dann machen wir das so. Egal. Zack, weg mit dir. Und ein Gewürzfeld. In dieser Art. Ja, perfekt ist es nicht, aber es ist okay. Ne? So, und wie gesagt, ich möchte heute gern die Aristokratie erreichen. Das ist mein großes Ziel. Und deswegen mache ich das.
Genau. So, wunderbar. Nochmal ein kleines bisschen. Achso, du müsstest jetzt auch hier diese Getreidefarm ersetzen. Das wäre ja sonst ein bisschen dämlich, wenn ich das jetzt nicht machen würde. So. Okay, ja, das passt. So, wie gesagt, Aristokratie ist heute mein Ziel. Und hier können wir das Ganze nochmal machen. Ah, nee, da passt es da nicht mehr. Nee. Aber hier. Das ist gar nicht schlecht, die Idee. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich werde es sowieso nach und nach nochmal ein bisschen ausbessern. Das ist immer so, naja, so ist es halt, ne, dass man das nicht perfekt bauen kann von Anfang an. Und jetzt reißen wir das hier weg. Zack, und da bauen wir halt dann noch eine Geburtsplantage hin, auch wenn die jetzt wirklich nicht so viel, Felder hat, wie sie eigentlich haben sollte. Kakao ist Mangelware. Und Kakao ist Mangelware, das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist, viele denken immer, ja, Kakao, ne, ist eigentlich keine Mangelware, aber Kakao ist Mangelware, tatsächlich, ne. Und da müsst ihr euch auch mal langsam so ein bisschen dafür sensibilisieren. Das wäre mir, jetzt fehlt hier wirklich ein Ziegel, das ist doch nicht der fucking Ernst. Das wäre mir sehr wichtig, dass ihr das mal macht, ne? Also ein bisschen, ne, sachter an die Sache ran und vergesst nicht, ne? Kakao ist Mangelware. Genau. So, das ist aber, soll aber eigentlich keine Mangelware sein. Also wir wissen alle, dass das nicht so sein soll, aber es so ist und ja, wir sind auch sehr betroffen, deswegen ich habe keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit rede, aber ich rede einfach weiter, denn das fällt dann am wenigsten auf, dass ich Stuss für mir gebe. Genau, so, also da drüben ist nochmal so ein kleines bisschen Ziegel mehr und dann passt das. Ich weiß nicht, warum die Musik hier manchmal losgeht und direkt wieder abbricht, das ist irgendwie komisch. So, einmal Anlegestelle noch bitte und dann hätten wir nämlich auch hier die Versorgung mit Weg ausreichend zugesichert. Und hier unten, ja, nee, das, also so der Rest, das ist jetzt, ne, das passt. Viel mehr ist hier nicht rauszuholen. Wenn wir jetzt immer noch nicht genug Gewürze haben sollten, wovon ich mal ausgehe, das sind jetzt wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 17 Farmen, das reicht nicht. Habt ihr eine Macke oder was? Ah, das sieht gut aus. Kakao ist Mangelware, glaube ich, vorhin mal gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt. Wir haben jetzt übrigens ein ziemliches Problem, nämlich Kakao ist Mangelware und ich weiß nicht, wo ich noch Kakao anbauen soll. So, schön rein mit dem ganzen Spaß hier. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? So, sehr schön. Okay, und zack. Da passen maximal noch 2 Plantagen hin. Und das auch nur, wenn ich... Kakao ist Mangelware. Merkt euch das bitte. Und das auch nur, wenn ich großzügig baue. Meine Fresse, das ist ja tatsächlich ein bisschen unangenehm hier. Ich dachte eigentlich, dass ich das etwas gemütlicher hinbekomme. Ich muss übrigens mal wieder sagen, es ist leider jetzt so tatsächlich so geworden, dass dieses gesamte Anno 1602 Eure Stadt wächst und gedeiht. Sehr linear war, sehr eintönig, sag ich mal. Einfach aus dem Grund, dass, naja, wir haben, ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß ziemlich genau, was ich machen muss. Das geht zack auf zack, Schlag auf Schlag und so und dann, ja, bleibt nicht viel Zeit zum, ach, das und das könnte man noch machen und ich reiße jetzt mal 2 Farmen ab, 2 Rinderfarmen. Kakao ist Mangelware. Nur weil es reicht. Das ist also alles ein bisschen sehr eintönig. Das finde ich ein bisschen schade, aber das Problem ist auch, was soll ich sonst machen? Naja, es ist halt so ein Aufbauspiel der alten Art. Und viel anderes lässt sich da nicht machen. Und ja, ich mag es trotzdem total, deswegen wollte ich es auch unbedingt mal als Let's Play machen. Und ich bin doch trotzdem sehr zufrieden damit, das auf jeden Fall, aber es ist ein bisschen, eintönig. So, okay. Kakao da ist jetzt Mangelware. Ja, ich hab's verstanden, Kollege. Wir haben jetzt hier ein bisschen was, es reicht aber auch nicht. Wo soll ich denn jetzt noch Kakao anbauen? Da müsste ich jetzt noch eine extra Insel, die hier vielleicht? Gibt's hier Kakao, Junge? Da könnte ich wenigstens ein paar Farmen hinbauen, da wären es vielleicht 4 oder so. Wäre ja nicht schlecht, ne? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kein Kakao. Schade. Hier? Oh, das ist jetzt ärgerlich, oder? Naja, also dieses Kakao-Problem, das ist tatsächlich ein größeres Problem. Es fehlt an Kakao. Mit Stoffen sieht's gut aus, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, also Stoffe auf jeden Fall. Nahrung sieht auch gut aus. Hier ist auch ein echter Überschuss schon vorhanden. Es fehlt an Kakao, habe ich gerade gehört. Ja, du, das ist schade. Ich bin jetzt echt die Ressourcen in der dieser Alter. Insel sind erkundet. Nicht. Gibt auch keins dort. Das ist halt eine Insel, die ich eigentlich gerne nutzen würde, die eigentlich vom Platz her gut ist, aber wie viel passt denn hierher? Hier passt ja auch nichts her an Rinderfarmen, oder? 1, 2, 3, 6 Stück, wenn es hochkommt. Das kann ich mir sparen. Wie viel habe ich hier? Halt, hier. 2, 4, 6. Okay, alles klar, dann machen wir das so. Schiff, guck mal her. Du fährst mal nach Hause.
hier hin. Dann werden wir jetzt diese kleine Insel hier noch mit in Beschlag nehmen. Dann Kakao ist Mangelware. Hier würde das auch gut gehen. Und dann kann ich nämlich hier auf der Kakaoinsel mal noch... Wieso brauchen die denn so verdammt viel Kakao, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Ist der Marktplatz hier überfordert oder so? Ich glaube schon, oder? Jetzt bauen wir noch einen Marktplatz hierher. So. Dann kann der hier mit abholen. Das wäre ganz gut, denke ich so. Vielleicht ist es auch echt daran ein bisschen geschuldet, dass der eine Marktplatz das nicht schafft, das abzuholen. Wow, jetzt geht's nämlich hier hoch wie Sau. Und Kakao ist Mangelware, ne? Nicht vergessen. So, wir werden jetzt mal noch eine kleine Insel hier mit ergründen. Ergründen, sage ich schon. Erschließen. Keine Kakao Fresse. Ist Mangelware. Echt? Das ist ja krass. Hab ich auch noch nie gehört. Oh mein Gott, der geht mir echt auf die Nerven. So, das Schiff brauchen wir nicht mehr hier. Du kannst wieder hierher fahren. Oh, der hat sogar noch was. Hey, Moment. Da holen wir uns doch mal noch so eine Insel. So. Da können wir nämlich die Nahrungsproduktion mal noch ein bisschen verlegen. Konto 4 natürlich, logisch, nee. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Super, das ist natürlich richtig schade. Damit ist nämlich diese Insel auch, ich möchte keine fremden Kulturen vernichten. Damit ist diese Insel auch quasi weg. So. Ich schau mal, ob sich das lohnt hier. Ja, das wäre jetzt so der Plan. So ein bisschen, dass man da... Ne? Es fehlt an Kakao. Oh, ihr geht mir so auf die Eier, wisst ihr das? Ich bin doch schon dabei. Wie schnell soll ich denn das machen? Das sind doch 29 Tonnen. Was ist denn mit euch? Ihr kleinen Ganoven und so. Was machen die jetzt beide hier? Na egal. So, rein damit, rein damit. Dann bauen wir mal Konto 3. Sollte eigentlich reichen, oder? So, ich versuche es mal hier so an die 6 Stück ranzubekommen. 1, 2, 3. Hier müssen wir auch irgendwo die Fleischereien mit hinbauen, ne? Also... Nee, es ist so ist Unfug. Das ist Unfug. Ja. Ja, es ist jetzt nicht perfekt, aber... Ja, für den Platz, den man hier hat, ist das doch in Ordnung, oder? Ey, komm schon. Ja, also wie gesagt, das ist alles ein bisschen knapp hier. Aber was soll's. Dann tun wir jetzt nämlich hier diese Insel entsprechend für die Nahrung noch nehmen. Da kann ich auf der Kakaoinsel, ich nenne die mal Kakaoinsel, so wie ich es immer mache, dort wirklich diese Rinderfarm wieder raushauen und Kakao entsprechend ausreichend, ne, dort produzieren. Es fehlt hier wirklich Holz, meine Fresse, das ist doch nicht der fucking Ernst. Ständig fehlt hier irgendwie ein kleines bisschen von irgendeinem dämlichen Rohstoff. Gehen wir ins Holz ran hier, 50 Tonnen hin da und dann geht's los. Wir könnten schon mal die andere Nahrungssache hier ächzen. Ja, hier sind 6 Stück, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, und dann noch die Dinger hier weg. Okay, jetzt haben wir wieder mehr Platz für Kakao. Ich glaube sogar, es reicht gerade einigermaßen. Nahrung. Wo denn die her? Ist das von der Insel? Moment mal. Siebenstedt. Ist das hier Siebenstedt? Ja. Also den kann ich seine Route schon mal abnehmen. Seine Route abnehmen. Witzig. Ich kann nicht mehr. Und den dafür halt. Du fährst mal hier rüber. Der hat noch 100 Tonnen oder so geladen. Einfach mal extra noch. Du kannst das dann hier. Nee, du bist. Ja. So. Ich brauche noch einen Fleischer. Ein Fleischer noch. So. Okay, du machst dich mal wieder hierher. Wie gesagt, habe ich ja schon so angekündigt, so ein bisschen, dass es heute nochmal ein klein wenig umständliches Gedöns wird. Ein kleines bisschen länger die Folge, aber ich denke, wir können dann auch durchaus heute hier fertig werden. Alter, wo bist du hin? Die Insel meinte ich nicht. Ich meinte die. Wie sieht's denn hier aus? Schmuck ist... Alter, hier ist übelst viel Schmuck da. Junge, okay, dann haben wir... Ja, das hätten wir gleich lassen können. Was soll's? Machen wir jetzt hier Schmuck. Schmuck von da nach Schmuck nach da. Zack. 1, 2. 1, 2. Okay. So, du darfst losfahren. Okay, das hätten wir. Das kleine Schiff. Du lieferst Nahrung. Und zwar von dieser kleinen Insel hier. Zurück auf unsere Hauptinsel. Ja, das ist jetzt nicht mega viel, was der da haben wird, aber das macht nichts. Das soll auch nur so ein kleines bisschen Zusatz sein, ne? Dann können wir hier die Kakaoproduktion ankurbeln nochmal, ein bisschen extra ankurbeln, ein bisschen erhöhen, dass es sich jetzt auch wirklich nicht mehr
dass es nicht mehr zu wenig ist, ne, um die ganzen Kaufleute, die gierigen Kaufleute da zu befriedigen, meine Fresse. Und dann können wir uns eigentlich noch dem Problem mit der Kleidung widmen und dann hätten wir es eigentlich, ne, also, ja, ich denke, nicht schlecht. Ich vermute schon, dass es so werden wird, wenn ich dann die Aristokraten habe, wird es hinten und vorne nicht mehr reichen. Definitiv nicht. Denn die verbrauchen viel zu viel. Viel zu viel. Es wird auf keinen Fall reichen, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen, ne, schon nachgebessert habe, dass von allen wirklich viel produziert wird, wird es nicht reichen, auf keinen Fall. Da bin ich mir recht sicher. Und das ist nicht so wild. Ich werde das schauen, wie viel ich rausholen kann, wie viele Aristokraten das werden. Und dann werde ich dieses Let's Play sowieso beenden jetzt hier. Und mit dieser Folge, ja, das ist die letzte Folge, wie schon gesagt. Ich hatte es ja schon angekündigt in der letzten Folge. Und wow, das passt sogar ganz gut. Fehlen nur 4 Felder. Okay, nice. 1, 2. Könnte es schon mal dahin machen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist, wenn ich das so mache. Ansonsten machen wir es noch so. Okay. Super. Ja, okay. Gut, damit hätten wir jetzt auch das Kakao-Dingens mal noch ein bisschen angekurbelt. Also 1, 2, 3, 7, 12, 16 Kakao-Plantage. Also wenn das nicht reicht. Was ist denn jetzt hier mit dem Kakao-Transporter eigentlich? Der macht Schmuck hier. Der macht Kakao, ne? Du kannst auch mal ruhig 2 Ladungen mitnehmen, falls da was ist. Ne? So, scheinbar sind die einfach ein bisschen langsam, die Kakao-Plantagen mit ihrer, ne, Produktion. So, und jetzt hätten wir eigentlich nur noch eins zu tun. Und zwar die Schneiderei bauen. Das ist auch das Einzige, was noch fehlt. Ohne die Schneiderei wird da nichts vonstatten gehen mit Entwicklung zur Aristokratie. Aristokraten, ihr wisst schon. Zack. So, dann hätten wir hier schon mal 2 Schneider. Ich baue einfach mal 2. Mal schauen, wie viel die so schaffen. Die rattern das durch, das kann ich euch sagen. Also das geht... Ratatatatatat. Oder auch nicht. Irgendwie nicht, ne? Nee, das war... Ich habe das bestimmt verwechselt mit denen hier. Weil die rattern die Wolle wirklich durch wie nichts. Und auch hier sieht man... Ist egal, ich habe nichts gesagt. Es ist dennoch so. So, okay. Kleidung. Ist erfüllt, oder was? Echt? Mit zwei Schneidern? 2 Tonnen? Das wäre nett, wenn das reichen würde. Also der Schmuck scheint auch auszureichen. Habe ich jetzt hier schon 2? Ja, ich habe auch schon 2. Okay, das ist gut. Okay... Schmuck, ja. Also, ich denke, das sieht ganz gut aus. Wir sind jetzt auch wieder bei 17 Minuten. Und da sind die ersten Aristokraten. Oh yeah. Und da können wir gleich noch schön hochschrauben, die Steuerschraube. Und werden sehen, also mit der Bilanz hat man ja sowieso ab... Ja, ich sag mal, ab Bürgern hat man eigentlich überhaupt keine Probleme mehr. Mit den ganzen, mit dem Geld, sag ich mal. Ne? Ihr seht ja hier oben 400.000. Easy. Und... Upsala. Fahren wir nach da. Was ist mit dir? Du kannst nach da... Achso, dich hatten wir doch... Ach, du kannst losfahren. Jo. So, und du sollst eigentlich mal ausladen. Ja, das geht eh nicht. Ist egal, das heben wir uns als kleine Notration auf. Und das ist tatsächlich Nahrung. Also passt das mit der Notration auch noch unglaublich gut. Nochmal Schutzgeld bezahlen. So, und dann sind wir eigentlich an dem Punkt, wo ich schon zufrieden bin. Wo ich eigentlich fast sagen würde, das war's für dieses Let's Play. Aber nein, ich werde es noch ein paar Minuten laufen lassen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich habe mich jetzt entschieden, und zwar, hier geht nicht mehr. Mehr ist hier einfach nicht zu tun. Ne? Ich könnte hier noch höchstens noch einen Marktplatz irgendwo hinbauen. Das mache ich jetzt sogar mal, weil hier der eine Marktplatz wahrscheinlich gar nicht hinterherkommt mit dem ganzen Abholen und so. Und das Geld ist ja eh nicht das Problem. Das heißt, wir bauen uns hier auch noch einen hin, dass das alles schön zügig abgeholt wird. Ne? Gerade hier, der hier oben hat zum Beispiel richtig zu tun, das ist ganz schön übel. Und... Ja, da kann man aber auch keine Zimmer reinbauen. Oder, wenn ich das hier mache... Moment. Das müsste eigentlich reichen. Zack. Dass der ein bisschen entlastet wird, ne? Dann ist auch gleich die Lagerkammer wieder ein bisschen höher. Also die Kapazität ist wieder ein bisschen erhöht. Ja, so passt das gut. Also hier ist jetzt wirklich nichts mehr zu tun, ne? Die Insel ist voll. Mehr Kakao geht hier auch nicht. Tabak könnte man noch ein kleines bisschen machen. Da würden nochmal so 4 bis 6 Farmen. Das würde schon noch funktionieren. Wie sieht's denn hier mit dem Konto aus? Ja, wo ist der Konto? Bin ich doof? Hallo? Ach, hier. Ach, genau in der Mitte und ich sehe ihn nicht. Meine Fresse. Können wir auch noch erhöhen. Da ist hier dann auch noch mal ein bisschen mehr Lagerplatz. Das schadet nicht. So, also wie gesagt, das ist voll. Die Insel ist voll. Hier ist auch nicht mehr viel. Ich könnte hier noch die 2 wegmachen, um nochmal 2 Zuckerrohrplantagen zu errichten. Aber, naja, das wird auf Dauer so oder so nicht reichen.
Ihr werdet jetzt gleich sehen, wie sich das hier alles ein bisschen nach unten bewegt. Ich könnte jetzt mal noch eine Schneiderei bauen, einfach um das kleine bisschen anzuheizen, diese ganze Klamottenproduktion. Aber ihr seht schon, jetzt geht schon der Tabak runter, der Kakao geht wieder runter. Bei Nahrung und Alkohol sieht es momentan noch gut aus, aber definitiv wird auch der Alkohol runtergehen. Ihr seht schon, die Aristokratenhäuser, die sehen nochmal ein kleines bisschen schicker aus, ein kleines bisschen schnieker. Und ja, ne, es ist ganz okay. Ich finde, das hat mir damals richtig gefallen. Gerade die Häuser, die sehen halt wirklich schön aus. Schon die Kaufleute sind ja eigentlich goldene Wände, goldener Putz und so. Und es sieht alles so schick aus. Und dann kommen diese Aristokratenhäuser, diese bombastischen, riesen Dinger. Und setzen einfach nochmal einen drauf. Und ja, das ist halt einfach krass gewesen damals. Wie gesagt, es war ein Projekt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat hier. Das war damals ein Spiel, Anno 1602, mit dem ich so viele Erinnerungen habe mit meinem Cousin, was wir da früher gezockt haben, das war nicht mehr normal. Also da haben wir wirklich Stunden über Stunden gespielt und das war eine feine Sache. Und deswegen kann ich jetzt auch gleich schon mal mein Fazit bringen. Ich werde die jetzt hier noch ein bisschen ausbauen lassen. Ich werde nichts weiter errichten, ich werde nichts mehr ändern. Ich denke, das passt. Ja, das sieht ganz gut aus, also wenn das so ist bei Aristokraten. Also wie gesagt, Alkohol wird nicht mehr reichen. Ich baue jetzt aber nicht nochmal um. Das soll es jetzt gewesen sein. Es wäre jetzt auch bis noch hin und her Geschiebe von Rohstoffproduktion und das ist ein bisschen Quatsch. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt so der Abschluss, das ist Folge 8, damit bin ich sehr zufrieden. Wir haben ne, schön ein paar 8 Folgen, 8 Wochen gemacht. Nächste Woche gibt es dann ein neues Projekt, was das werden wird. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall wieder was Nostalgisches, also das ist mein Nostalgie-Sonntag quasi. Da kommt zwar auch immer meine Smash-Folge, aber es kommt halt auch immer eine Nostalgie-Let's-Play-Folge und das finde ich ganz gut. Ich habe mich da so ein bisschen mit angefreundet. Das ne, ist dann auch immer so ein kleines Projekt, was nebenbei mal mitgemacht wird, wo ich mir nicht viel Zeit dafür nehmen muss und was einfach nochmal so ein bisschen Nostalgie und Spaß bringt. Okay, wie gesagt, es geht jetzt alles runter. Ihr seht schon, selbst die Stoffe reichen nicht mehr und ich habe wirklich viel produziert, wie die Sau. Aber es reicht nicht aus. Also, trotzdem, ich werde es jetzt an der Stelle beenden. Ich habe auch gerade keine Ziegel mehr, um hier irgendwie die Leute noch sich ausbauen lassen zu können. Wir haben gerade ungefähr die Hälfte der Kaufleute hat sich jetzt zu Aristokraten entwickelt. Und ihr seht jetzt schon, ne, das geht jetzt schon nicht mehr mit rechten Dingen zu hier. Und es ist nur eine kleine Stadt. Jetzt stellt euch doch mal vor, ihr habt die ganze große Insel hier voll mit einer Stadt, die voller Aristokraten ist. Und dann müsst ihr quasi alle anderen Inseln dafür benutzen, um die zu versorgen. So viel fressen die rein, das kann ich euch sagen. Also, ne, dann müsste man alle Gegner ausrotten. Wie gesagt, ich habe keine Waffen gemacht. Ich könnte noch eine Festung bauen. Ne, passt nirgends. Schade, und habe auch keine Ziegel, ist egal. Ne, also das ist dann irgendwann zu viel. Und wie gesagt, es hält sich sogar relativ gut oben. Ne? Der Alkohol geht zur Neige, aber sonst hält sich alles ganz gut. Okay, dann würde ich jetzt hier den Schlussstrich ziehen und sagen, das hat mir nochmal Spaß gemacht, dieses kleine Nebenprojekt. Nächste Woche, wie gesagt, ein neues Spiel, was es sein wird. Ich verrate es noch nicht. Vielleicht habe ich mich auch gar nicht entschieden. Wer weiß. Oh, ist das ein geiler Abschluss. Cool, das lassen wir noch durchlaufen. Ihr habt euren Städten zu Wohlstand und Blüte verholfen. Die Bewohner danken euch durch die Errichtung eines Schlosses. Yeah. Cool, okay, das, wie gesagt, das ist der perfekte Abschluss. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt das Baumaterial verbieten, denn ich möchte mir gerne dieses wunderbare Schloss bauen, was mir das gute Volk hier ne, zusammengeschustert hat, sage ich mal. Und halt, das war Mist. Machen wir den Wald hier weg. Dort baue ich jetzt mein Schloss hin. Yeah, ich habe gleich ein Schloss, juhu. Und davor baue ich dann auch die ganzen Denkmäler, die das Volk für mich gemacht hat. Und es passt auch noch perfekt hierher. Also wie gesagt, ich brauche jetzt 50 Ziegel. Das ist dann so der Abschluss. Ich mache dahin jetzt das Schloss. Ich brauche auch keine Werkzeuge mehr. Ich kann die zwei Werkzeugmacher wieder abreißen. Wo ist denn eigentlich der zweite... Der Erzschmelze hier. Okay, die zweite Erzschmelze kann auch weg. Zack, zack. Und weg mit dem ganzen Krams. Okay, sehr gut. Dann bauen wir jetzt dieses wunderbare Schloss hierher. Hier sind übrigens noch Kathedrale, eins von beiden, und das andere ist, ich weiß es gar nicht mehr. Also das Schloss ist schon für mich so eine Sache, ich glaube 2500 Einwohner braucht man dafür. Das ist schon viel wert, dass ich das erreicht habe. Das war gar nicht mein Plan hier in dem Let's Play, aber es hat gereicht. So machen wir mal noch die ganzen Denkmäler, mal 3 Stück nur, na gut, ist okay. Das ist okay, machen wir noch ein schönes Büchlein, halt, das war falsch. Ein schönes Büchlein. Das hier, zack, Zierbaum und dann nochmal Weg drumherum und dann haben wir hier unser Schloss. Sehr gut, okay, damit soll es das wirklich gewesen sein. Ich schaue nochmal ganz kurz hier rein. Ja, jetzt geht alles runter.
Wie gesagt, ich könnte das jetzt noch ausgleichen. Ich könnte jetzt hier noch weiterbauen, noch von mir aus auch einen Gegner platt machen, um die Insel mit zu holen. Aber das wäre im Endeffekt genau dasselbe wie das, was ich in den letzten 3-4 Folgen gemacht habe. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier den Schlussstrich, wie schon angekündigt. Und ich sage zu euch, nächste Woche geht's weiter mit einem, wer weiß, was für einem Projekt, mit einem anderen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet und kommentiert das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Achso, wir können mal übrigens noch, ist noch nicht vorbei, ein bisschen näher an das Schloss rangehen. So, und das ist unser wunderbares, hochauflösendes Ende. Macht's gut, ciao, ciao.